Iris Vasil, erstmal herzlichen Glückwunsch zu dem Stadtratsplatz 1. Ist ja ein toller Erfolg für Sie, ja? Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Und der Abend heute war ja auch tolle Stimmung hier. Ja, man hat es auch gemerkt, bei Ihrer Rede, die Begeisterung war da. Das beflügelt, ne? Ja, es macht schon Spaß. Ich freue mich auf den Wahlkampf. Ja, es ist ja erstmal so, dass die AfD jetzt sozusagen in die Phalanx reinbricht, ja, der Parteien, die hier seit Jahrzehnten regieren und die auch der AfD das Leben so schwer wie möglich machen. Ne? Stichwort, dass man als demokratische Partei es schwer hat, in dieser Stadt überhaupt einen Raum in Gaststätten zu bekommen. Ja, selbstverständlich. Also wie gesagt, wir hatten ja hier gerade diese Gegendemonstration draußen, haben die Grünen und die SPD ja auch dazu aufgerufen. Da bin ich etwas enttäuscht von künftigen Kollegen. Und wie gesagt, also die SPD ist auch in diesen Bezirksausschüssen sehr rührig und versucht auch mit ihren Beauftragten gegen Rechtsextremismus uns im Münchner Osten alle Wirte abspenstig zu machen. Ja, wir haben das auch hautnah erlebt am Pfanzelplatz. Da wurde ja wirklich mit Nötigungen gearbeitet, dass wirklich da auch mit einer Visitenkarte, mit dem städtischen Wappen Druck ausgeübt wurde und angedroht wurde, es wird Folgen haben, wenn man der AfD den Raum jetzt nicht absagt. Also das ist wirklich DDR-ähnlich, ne? Dieses System, was sich hier breit gemacht hat, schon fast. Ne? Ja, ich habe Gott sei Dank nicht in der DDR leben müssen, aber was man da von denen so hört, ist mal schon so ähnlich. Wir müssen es natürlich vermeiden, dass das sich weiter so fortsetzt. Wir werden dafür kämpfen, dass wir wie alle anderen demokratischen Parteien auch selbstverständlich unsere Räume auch in den Bürgerhäusern kriegen. Weil da habe ich nämlich ganz schlechte Erfahrungen gemacht, jetzt im Bürgerhaus Trudering. In diesem hatten wir uns ja reingeklagt sozusagen. In zweiter Instanz haben wir auch gewonnen. Und es hat geheißen, auch die AfD darf außerhalb der Wahlkampfzeiten selbstverständlich dort Räume anmieten. So. Jetzt war ich drauf und dran als Ortsverband Ramersdorf-Perlach, weil wir ja momentan kein eigenes Bürgerhaus hatten, dort eben einen Raum zu mieten. Ich habe auch mehrere Termine mir ausgesucht, wie man gesagt hat. Okay, suchen Sie sich einen Termin aus, machen Sie einen Antrag, einen schriftlichen. Habe ich gemacht. Ich habe auch Ausweichtermine angegeben. Und dann hieß es, ja, der Vorstand entscheidet. Und 3-4 Wochen später kam dann die Absage. Habe ich gesagt, toll, gibt es überhaupt keine Möglichkeit. Dann habe ich mich schlau gemacht, habe festgestellt, es gibt ein Verfassungsgerichtsurteil, in dem drinsteht, dass diese Bürgerhäuser uns Termine anbieten müssen. Dann habe ich das wieder denen geschrieben und gesagt, so, jetzt machen wir hier nicht mehr Schiffe versenken, wo ich dauernd ins Wasser schieße, sondern jetzt sagt ihr mir mal einen Termin. Und dann, großes Staunen am anderen Ende der Leitung, und dann kam wieder ein E-Mail, nö, das wollen wir nicht. So, jetzt sind wir genau an dem Punkt, was machen wir jetzt? Jetzt müssten wir klagen. So, aber am 15.02. geht der Wahlkampf, die Zeit los, und sie haben es wieder geschafft, dass wir wieder draußen geblieben sind. Ja, sie arbeiten mit allen Tricks, ne? Und Sie sind ja Volljuristin, Sie haben es auch heute angesprochen, Thema Bürokratieabbau, Entschlackung und genau hinschauen, wo die Gelder überall hierhin verzweigt werden, ne, in diesem rot-schwarz regierten München. Ja, das ist der Plan. Also wir werden schauen, wo das Geld der Bürger zum Fenster rausgeschmissen wird, wo er nichts dafür kriegt. Weil ich meine, was hat er denn von einer Fachstelle für Demokratie? Was ist der tatsächliche Mehrwert für einen Bürger? Ich meine, von der Parkanlage, da hat er was davon, da kann er drin rumgehen, spazieren gehen, sich erholen, aber was hat er von so einer Fachstelle oder wenn hier Leute mit Schildchen, München ist bunt, bei uns vor der Tür stehen, keine Ahnung, ob die da finanziert worden sind, weiß ich nicht, aber wenn, dann frage ich mich, wo ist der Mehrwert für den Bürger? Es gibt keinen. Ja, diese Fachstelle, die hieß früher mal Fachstelle gegen Rechtsextremismus, da ging es ausschließlich darum, alles im rechten, rechtskonservativen Bereich zu bekämpfen, und das ist bis heute so geblieben, hat sich jetzt nur anders umbenannt und ist eindeutig, dass da die Konkurrenz aus dem ja, rechtskonservativen politischen Spektrum bekämpft werden soll. Ja, ja, traurig. Es ist so eine Instrumentalisierung wie der Verfassungsschutz. Also braucht man eigentlich nicht. Also entweder er kämpft gegen alles Extreme, auch gegen Salafisten und ja eben, eben Antifanten, die ja sich extrem aufführen und halt Gebäude beschmieren oder halt sonstige schlimme Dinge tun, wie in Hamburg. Also entweder gegen alle oder gegen keinen. Also die günstigere Variante für den Bürger ist natürlich kein Geld ausgeben für sowas. Ja, aber wie auch Wolfgang Wiele heute gesagt hat, diese Stelle ist direkt unter dem Oberbürgermeister angesiedelt und wird geleitet von einer Dame, die vor ein paar Jahren noch ja,
sozialistische Texte geschrieben hat für eine Zeitung, die hieß Probleme des Klassenkampfes. Also da weiß man ungefähr, was da für Leute unterwegs sind. Und die Verästelungen laufen ja dann auch bis ins Café Marat, diesen linksextremistischen Treffpunkt, der ja auch mit 80.000 Euro im Jahr unterstützt wird. Also da gibt es, glaube ich, viel aufzuräumen, ja, in diesem rot-schwarzen Sumpf. Ne? Ja, wir werden da auch aufräumen. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch mal ein kleines Café bekommen könnten, das kleine blaue Café oder so, wo wir uns dann auch mal treffen können und keine Angst haben müssen, dass uns die Scheiben eingeworfen werden. Das wäre mein Traum. Das wäre doch ein schöner Name, gell? Das blaue Café unter dem blauen Himmel mit frischer Luft, die da durchweht, ja, durch diesen rot-schwarzen, grün durchsetzten Mief. Ne? Ja, man darf die Hoffnung nie aufgeben. Aber das ist ja jetzt eine schöne Perspektive und ich kann mir vorstellen, ihr stürzt euch da mit vollem Elan jetzt in den Wahlkampf. Ne? Ja genau, da freue ich mich drauf und es geht bald los. Und ich habe gehört, Plakate dürfen nicht in der Höhe jetzt aufgehängt werden. Das ist jetzt wieder so ein Knüppel, der in die, euch zwischen die Beine geschoben wird, weil man genau weiß, die Plakate, die hochhängen, die werden nicht zerstört. Ne? Naja, da haben wir schon gute Erfahrungen gemacht im Landtagswahlkampf. Die Plakate, die oben hingen, die waren eigentlich größtenteils unbeschädigt. Wobei ich allerdings sagen muss, in meiner Ecke gab es durchaus zwei oder drei Spezialisten, die anscheinend mit Heckenscheren an Stiel gearbeitet haben. Da waren auch diese Plakate weg. Und wie gesagt, die anderen, ja, ich hatte auch ein paar Bodenplakate, die waren auch da. Also es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie die Bevölkerung halt drauf reagiert. Jedenfalls, die anderen Kollegen haben gesagt, was oben hängt, ist wirklich sicher. Das war auch größtenteils so. Und die neue Verordnung, es ist nicht die neue Plakatierverordnung, sondern es ist die Anlage zur Plakatierverordnung. Da wurde eben bestimmt, dass das jetzt eben nicht mehr möglich ist. Die Plakate müssen jetzt auch bei uns, die Hohlkammerplakate, am Boden stehen. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass die alle noch stehen. Wir werden das jetzt kontrollieren. Ich habe auch die Woche jetzt welche aufgestellt gehabt zur Werbung für diese Veranstaltung. Nächste Woche müssen wir sie wieder einsammeln und dann werden wir schauen, was davon noch übrig ist und werden es dokumentieren. Und wenn es uns nicht gefällt von der Beschädigung her, werden wir es selbstverständlich anzeigen. Wunderbar. Okay, dann viel Erfolg für die kommenden Wochen und Monate. Oh, vielen Dank. Ihnen auch. Dankeschön. Danke.